Ja, bei mir jetzt Jonas Elmer. Zuallererst ganz herzliche Gratulation zu dem Sieg. 4-2, klares Resultat, aber ich glaube, so klar war es doch nicht. Ja, wenn man bedenkt, dass in der Halbzeit noch 2-1 für den Gegner war, da haben wir uns glaube ich, selber am meisten geärgert. Vor allem nach der frühen Führung, dass wir dort wieder in Schamassel reingekommen sind. Wie gesagt, machen wir uns das Leben manchmal selber schwer, aber ja, großes Kompliment an die Mannschaft, nie aufgegeben und in der zweiten Halbzeit 3 Goal geschossen. Und ja, jetzt können wir den Sonntag mal richtig geniessen. Du sprichst es an, zweite Halbzeit, 3 Goal, das, was in der ersten Halbzeit noch gefehlt hat. Was ist anders gewesen? Was hat euch der Trainer mit auf den Weg gegeben? Ja, wir sind dann einfach ein bisschen höher drauf. In der ersten Halbzeit haben wir uns ein bisschen zurückgezogen oder fast ein bisschen zu fest zurückgezogen. Und ja, das hat die Wirkung nicht verfehlt. Und dann natürlich auch, wir haben mit der ersten Chance gerade Ausgleich gemacht. Und das hat natürlich dann auch schon vieles vereinfacht, dass wir nicht eben zu lange im Rückstand müssen nachrennen. Jetzt eine ganz kuriose Situation war der Penalty. Wie hast du das erlebt? Keine Ahnung, also ich habe es nicht gesehen. Ich bin schon am Goal in den Ball gefangen. Das ist für mich ein Zeichen, um wieder hinterher rennen, so schnell wie es geht. Aber ja, ich habe mit ein bisschen Glück habe ich das Geschenk natürlich dankbar angenommen. Jetzt kommt ja am nächsten Samstag Bellinzona, die Hai. Auch wieder ein Gegner, wo man erwartet, dass sie stark sind. Aber ich denke, mit dem Match von heute, mit den klaren Chancenauswertungen von heute, da geht man ganz anders in das Spiel. Ja, wir haben sicher Selbstvertrauen gedankt. Es war mal höchste Zeit für einen Sieg wieder einmal in der Meisterschaft. Und ja, jetzt freuen wir uns natürlich auf Bellinzona, ein Club mit Tradition. Ja, er hat schon viele Spielzeiten in der obersten Liga gemacht und das wird sicher ein guter, spannender Match werden, wo wir natürlich die Heim umso mehr gewinnen können. Und darf ich etwas sagen? Liebe Grüße an Diego und herzliche Gratulation an seine ganze Familie. Nehmen wir das mit, nehmen wir aber auch deinen Tipp mit, wo das Spiel dann sollte so werden gegen Bellinzona. Danke vielmals, alles Gute, gute Woche und bis zum nächsten Samstag.